Hello, hello. Wir schauen uns heute an, wie wir die Selbstkosten von einem Produkt berechnen. Was sind die Selbstkosten? Was müssen wir alles beachten? Und wie gehen wir dabei vor? Also, Frage 1, was sind Selbstkosten? Im Endeffekt sind es die Kosten, die für ein Produkt anfallen, und zwar bis zum Verkauf. Jetzt mal angenommen, wir verkaufen Smartphones. Also wir stellen die Smartphones her und verkaufen sie anschließend. Wir gehen jetzt davon aus, die Rechnungsperiode, wir schauen uns jetzt das erste Quartal an, Januar bis März, und wir haben 1000 Smartphones hergestellt. Also was haben wir auf jeden Fall gebraucht? Material. Das Ganze, was wir in diesem Smartphone verbauen, den Prozessor, die Hülle dazu, alles mögliche an Material, hat uns 20.000 Euro gekostet in diesen 3 Monaten. Und wir haben Fertigungslöhne gezahlt, das heißt, wir haben ja Mitarbeiter in der Fertigung, die uns dieses Produkt zusammenbauen. Das sind jetzt einfach mal sporadisch angefallen 10.000 Euro. Jetzt könnte man an der Stelle sagen, meine Herstellkosten der Rechnungsperiode betragen 30.000 Euro. Denn ich habe einerseits das Material und ich habe die Mitarbeiter, die alles zusammenbauen. Allerdings fehlen da einige Teile. Das heißt, normalerweise müsste jetzt jemand kommen und sagen, was ist eigentlich mit unseren Lagerkosten, mit dem Strom, mit der Miete, mit allen anderen Kosten, die außerhalb noch anfallen, die ich ja mit einberechnen muss in dieses Produkt. Sonst, ja, woher soll ich das Geld sonst nehmen? Das heißt, was mir jetzt auf jeden Fall noch fehlt, ist bei den Materialeinzelkosten, sind die Materialgemeinkosten. Materialgemeinkosten bedeutet, was fällt denn an zusätzlichen Kosten für das Material? Beispielsweise das Lager. Kann sein, ich habe eine Lagerhalle gemietet, ich habe Lagerkosten ja, die Kosten, die ich brauche, um diese ganzen Sachen zu lagern. Im Lager brennt wahrscheinlich auch noch ein Licht, das ich bezahlen muss. Und da habe ich jetzt pauschal angegeben 10% Materialgemeinkosten, die ich da noch mit oben drauf haue auf die Materialeinzelkosten, um einfach diese Zusatzkosten mit abgedeckt zu haben. Das gleiche ist bei der Fertigung. Hier sind es beispielsweise 30% Fertigungsgemeinkosten. In dem Fall wären das ganz typisches Beispiel der Strom für die Maschinen. Umso mehr ich fertige, umso mehr Maschinen brauche ich, die laufen den ganzen Tag über. Ich müsste den Strom abrechnen. Hier jetzt angesetzt mit 30%, also 3.000 Euro. Und jetzt habe ich wirklich für diese 1.000 Smartphones, die ich hergestellt habe, die tatsächlichen Herstellkosten von 35.000 Euro, inklusive Miete, Strom, Lagerkosten, alles Mögliche, was außerhalb noch angefallen ist, habe ich jetzt mit einberechnet in meine Kalkulation. Übrigens, Fun Fact: Diese 10% Materialgemeinkosten und 30% Fertigungsgemeinkosten, die haben wir vom BAB, Betriebsabrechnungsbogen. Da gibt es ein anderes Video dazu. Also, mein BAB berechnet, wie viel Prozent Gemeinkosten fallen im Bereich Material, Fertigung, Verwaltung und Vertrieb an. Das nur als kleiner Reminder, diese Zuschlagssätze, die ich beim BAB berechne, die brauche ich jetzt hier bei der Kalkulation. So, jetzt geht es weiter. Herstellkosten der Rechnungsperiode 35.000 Euro. Jetzt steht hier, Bestandsminderung wird dazu addiert in Höhe von 3.000 Euro. Was ist da damit gemeint? Das bedeutet, der Bestand, das bezieht sich immer auf das Lager. Das heißt, wir haben fertige oder unfertige Erzeugnisse aus dem Lager verkauft in diesen 3 Monaten. Der Bestand im Lager hat sich also um 3.000 Euro verringert. Und wenn ich jetzt aus dem Lager für 3.000 Euro zusätzliche Teile hole, dann muss ich die natürlich mit einberechnen. Das heißt, ich habe aus dem Lager 3.000 Euro an fertigen Erzeugnissen geholt und mitverkauft in diesem ersten Quartal. Also muss ich die mit einberechnen. Deshalb plus Bestandsminderung. Das Lager nimmt ab. Ich verkaufe die Teile. Ich muss die mit in meine Kalkulation mit einberechnen. Umgekehrt ist es minus Bestandsmehrung. In diesem Fall heißt das, wir haben mehr Produkte hergestellt, als wir verkauft haben und bringen diese ins Lager. Diese Produkte vermehren den Lagerbestand um 4.000 Euro und werden daher von den laufenden Kosten subtrahiert, da sie in dieser Periode nicht verkauft wurden. Also klar, wenn ich hier eine Kalkulation mache für das erste Quartal und ich stelle mehr Smartphones her, die ich aber gar nicht verkaufe in diesen ersten 3 Monaten und ich packe die ins Lager, dann rechne ich diesen Betrag raus. Also wenn ich jetzt Smartphones im Wert von 4.000 Euro nicht verkauft habe, sondern eingelagert habe, dann mache ich minus Bestandsmehrung. Mein Lager nimmt zu um 4.000 Euro, die habe ich nicht verkauft, die rechne ich raus aus der Kalkulation. Und diese Bestandsmehrung und Bestandsminderung, wenn ich die mit einberechnet habe, das gibt mir die Herstellkosten des Umsatzes. Das heißt, ich habe aus dem Lager 3.000 Euro geholt,
an Produkten. Ich habe 4000 Euro zu viel produziert und ins Lager gepackt. Das macht insgesamt dann 1000 Euro, die ich jetzt abziehen muss, wenn ich die Differenz nehme. Das heißt, meine Herstellkosten der Rechnungsperiode sind 35.000 Euro, Herstellkosten des Umsatzes sind noch 34.000 Euro. Diese 34.000 Euro habe ich tatsächlich in diesen 3 Monaten ausgegeben und auch verkauft. Und was mir jetzt noch fehlt, ist einerseits Verwaltungsgemeinkosten. Die liefern ebenfalls, diese 8% kommen ebenfalls vom BAB. Und diese Verwaltungsgemeinkosten ist einfach, sind die Kosten, die anfallen für meine Leute, die im Büro sitzen. Ich muss ja mit Lieferanten verhandeln, ich muss Verträge schreiben, E-Mails, all das Büro, der Büroaufwand, den ich habe, der ist hier mit einberechnet, in diesem Fall mit 8%. Und die nehme ich 8% von meinen Herstellkosten der Rechnungsperiode. An der Stelle immer genau auf die Aufgabenstellung schauen. Manchmal steht auch dran, berechnen Sie die Verwaltungsgemeinkosten von den Herstellkosten des Umsatzes. Wenn nichts dran steht, ist normalerweise bei den Aufgaben so, dass Verwaltungsgemeinkosten 8% von den Herstellkosten der Rechnungsperiode genommen werden. Das wären in diesem Fall 2.800 Euro. Was außerdem dazu kommt und ebenfalls der BAB liefert, sind Vertriebsgemeinkosten 7%. Also ich muss natürlich auch die Sachen dann, wenn ich sie mal verkauft habe, auch wirklich verschicken. Also ich brauche Leute, die das einpacken, die schauen, wo muss ich es hinschicken. Der ganze bürokratische bzw. der ganze Büroaufwand im Hintergrund für den Versand, das sind meine Vertriebsgemeinkosten und das sind 7%. Ebenfalls hat mir das der BAB so vorgegeben. Und diese 7% nehme ich von den Herstellkosten des Umsatzes. 34.000 Euro, 7% macht 2.380 Euro. Bei manchen Aufgaben gibt es keine Bestandsmehrung oder Minderung, das heißt, ich habe lediglich Herstellkosten der Rechnungsperiode. Dann nehme ich natürlich Verwaltung und Vertriebsgemeinkosten von den Herstellkosten der Rechnungsperiode, weil ich gar keine Herstellkosten des Umsatzes habe, weil mein Lager gar nicht berührt wurde. Und jetzt abschließend erhalte ich, wenn ich alles aufaddiere, die Selbstkosten des Umsatzes. Das heißt, ich hatte einen bestimmten Umsatz im ersten Quartal, diese 1000 Produkte, die ich hergestellt habe. Und das ist meine Kalkulation, was ich insgesamt ausgegeben habe für die Herstellung der Produkte, für alle anderen Kosten wie das Büro, mein Backoffice, mein Strom, meine Miete. Alles ist mit einberechnet durch die Gemeinkosten. Und ich habe auch mit einberechnet, wie viele Teile habe ich eingelagert und wie viele Teile habe ich aus dem Lager noch zusätzlich hinzugezogen, damit ich in Summe diese ganzen 3 Monate kalkuliert habe. Und diese 39.180 Euro, das sind meine insgesamten Kosten, die angefallen sind fürs erste Quartal. Und die kann ich jetzt vergleichen mit meinem Nettoverkaufserlösen von diesem ersten Quartal und erhalte dann wirklich den Rohgewinn, den ich habe, abzüglich aller Kosten. Ich hoffe, das war einleuchtend. Das war nur das erste Video von bestimmt mehreren, die wir brauchen in diesem Themenbereich. Und falls ihr ansonsten noch Fragen dazu habt, dann gerne raus damit.